Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Mikko und seine Bande, wer sind die? 4 Kerle. Alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker machte. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Oh, na schön. Das kann ich noch drauflegen. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Die Leute in Vesima hungern. Dort isst man schon gut Pferde. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe was gehört. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit 4 Leichen gerechnet. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Ich sollte den Turm untersuchen. Die Blutspur führt zum Keller. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Das deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder.
und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Lucys Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Lucy. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Autsch! Lass uns tanzen. Heute ist die halbe Mannschaft schon wieder nicht erschienen. Möchte wissen, welche Entschuldigung Sie diesmal haben. Leute gibt's. Autsch. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein.